Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aller Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wir machen weiter mit Hissen Muslim. Und zwar mit dem sechsten, mit der sechsten Folge. Und es geht heute um darum, was sagt man, bevor man Wudu macht. Was heißt Wudu? Es wird in Deutschland oft Abdest genannt, beziehungsweise im Türkischen, weil die Türken Abdest sagen. Wir sollten uns aber am besten an den Worten orientieren, die in der Originalsprache überliefert wurden. Da ist es nicht Abdest, sondern Wudu. Nicht Wudu, der Zauber, sondern Wudu. Okay? Was heißt das? Was sagt man davor? Man sagt Bismillah. Man soll Bismillah davor sagen. Dies wird unter anderem überliefert in Abu Dawud, Hadith Nummer 101, in Ibn Majah, Hadith Nummer 399, dann Musnad von Imam Ahmed, Band 2, 418. Und der Hadith wird überliefert von, dann gibt es einen Hadith von Abu Huraira, der überliefert wird. Das heißt, da sagt er, also der Hadith überliefert, La salata li men لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Also, es gibt kein Gebet für den, der kein Wudu hat. Das ist dieser Hadith, wo das mit dem Bismillah genannt wird. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. Und es gibt kein Wudu für den, der den Namen Allahs darüber nicht erwähnt. Hier ist die Frage, was ist damit gemeint? Es gibt kein Wudu für den, der den Namen Allahs nicht darüber erwähnt. Ihr sagt zum Beispiel, Dahlawi, Rahimullah, fil Hujja, huwa nassun ala anna tasmiyata ruknun au shartun, wa yahtamilu an yakuna al-ma'na la yukmiru al-wudu. Alakin la artadi bimithli hadha ta'wil. Das heißt, dieser Text, dieser Nass, also dieser Hadith, ist ein Beweis dafür, dass die Tasmiya, also dass die Besmella sagen, Bismillah, dass es ein Rücken, eine Säule oder eine Bedingung vom Wudu ist. Und es ist auch wahrscheinlich, dass die Bedeutung dafür ist, dass Wudu ist dann nicht vollständig. Aber ich bin nicht zufrieden mit dieser Erklärung. Das heißt, der ist nicht überzeugt von dieser Erklärung. Es gibt einige, die sagen, hiermit ist gemeint, das Wudu ist nicht vollständig. Wir haben zum Beispiel andere Beispiele dafür, wo der Prophet a.s.w. beispielsweise sagt, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand glaubt, bis er für seinen Bruder nicht das liebt, was er für sich selber liebt. Damit ist der Iman, damit ist Kamalul Iman gemeint, der vollständige Iman. Vollständiger Iman heißt nicht, der andere hat Zweifel, weil Glaube bedeutet bei uns nicht nur etwas für richtig halten. Keiner kann Muslim sein, wenn er Zweifel im Herzen hat, sondern der Iman ist bei uns Etikadun bil Janan, Glaube mit dem Herzen, wa nutkum bil Lisan und Wortaussprache mit der Zunge, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Und die Taten mit den Körperteilen. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman, der geht hoch mit guten Taten und geht runter mit schlechten Taten. Das heißt, wenn ich von Vollständigkeit des Iman rede, rede ich nicht davon, dass jemand Zweifel im Herzen hat, ist der Koran richtig oder ist er nicht richtig, sondern rede ich von der Vollständigkeit des Imans. Umso mehr gute Taten er macht, umso größer ist der Iman. So, auf jeden Fall. Aber natürlich, wenn wir uns den Hadith genau betrachten und wir lesen, La salata limen la wudu ala, es gibt kein Gebet für den, der kein Wudu hat. Ja? Und danach, und es gibt kein Wudu für den, der den Namen Allahs nicht darüber erwähnt, dann ist es eher wahrscheinlich, dass man unbedingt die Besmela sagen muss. Allerdings haben die meisten Gelehrten in dieser Angelegenheit nicht diese Meinung. Unter anderem, weil es viele Hadithe gibt, wo das Wudu des Propheten beschrieben wird. Es gibt viele Hadithe, wo das Wudu des Propheten beschrieben wird.
und die Besmele wird darin nicht erwähnt. Deswegen sagen einige Lehrte, was die Besmele angeht, ja, wenn das eine Bedingung wäre dafür, dass das Wudu richtig ist und ein Rücken vom Wudu ist, damit das Wudu richtig ist, und wir haben einen Koranvers, wo Wudu beschrieben wird, und wir haben zahlreiche authentische Hadith, wo das Wudu des Propheten beschrieben wird, dann wäre das auch in diesen Hadithen erwähnt worden. Deswegen sagen einige Gelehrte, das ist die Vollständigkeit des Wudu. Hier stellt sich natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich heutzutage in den Toiletten Wudu mache und ich will die Bismillah sagen. Erste Möglichkeit ist, man hat zum Beispiel das Waschbecken hier und man sagt, während man reingeht, das heißt, du machst das praktisch unmittelbar mit dem Wudu, Bismillah. Ja? Allahumma inni a'udhu bika min khubuthi wal khaba'ith, khubuthi wal khaba'ith. Und dann sagst du Bismillah mit der Absicht für das Wudu, bist direkt am Waschbecken. Ja? Beispielsweise. Oder andere sagen auch, die Toiletten, die wir heute haben, sind eigentlich nicht wie die Toiletten, die man damals hat. Zum Beispiel, okay, da ist eine Öffnung. Da ist eine Öffnung in den Boden und die ist komplett sauber. Da ist keine Najasa drin. Und das Waschbecken ist hier und hier ist die Toilette und deswegen sagen sie, in diesem Fall kann man auch Bismillah hier in diesem Fall sagen. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Vergesst nicht, vor dem Wudu Bismillah zu sagen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.